Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Im Hintergrund seht ihr einfach mal ein Gameplay, wo ich mit der Sau gespielt habe. Gestern, glaube ich, war das im Livestream. Ich lasse es einfach so laufen. Hier bin ich einfach im Livestream reingegangen und nehme das jetzt so auf, dass ihr was im Hintergrund seht. Das ist das große Video jetzt, dieses Tutorial-Video, wie ihr ja auch Boost-Jumpen könnt. Ich habe auch Nukes gesagt, dass er mir das am PC machen kann, also das am PC mir schicken kann, den Teil am PC, weil es ist dann irgendwie ein bisschen leichter, wenn er das am PC macht, weil er hat das jetzt schon öfters am PC gemacht, er weiß da auch schon ein bisschen mehr und ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Also Nukes, sein Kanal ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, danke nochmal an Nukes. Ja, bei diesem Thema gibt es viele Sachen natürlich, wo Leute dann sagen, ey, mach das nicht und mach das schon, einige wollen es unbedingt sehen, einige nicht. Ich würde einmal so sagen, die Leute, was sie sehen wollen, die sollen sich das anschauen, die nicht, halt dann nicht. Interessiert es jetzt nicht. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, sonst wird das Video zu lang. Ja, die Grundvoraussetzung, dass ihr Modded Class bekommt, ist, dass ihr Safe Wizard habt. Da könnt ihr solche Safe Files ummodifizieren, sage ich mal. Dass ihr dann halt auch solche Klassen zum Beispiel habt im Online-Multiplayer. Die ganzen Links, was ihr braucht, werde ich in die Videobeschreibung verlinken. Ihr braucht da nämlich einige Links dazu, dass ihr das macht. Safe Wizard werde ich euch auch in die Videobeschreibung packen. Safe Wizard kostet, glaube ich, 55 Euro, also zwischen 50 und 65 Euro kostet es so circa. Ich glaube, ich habe 55 Euro gezahlt. Ihr könnt das für zwei Accounts machen, theoretisch, dann zahlt ihr nur die Hälfte. Und man kann das nur mit PayPal zahlen, okay? Das ist auch sehr wichtig. Also einer muss es zahlen, der andere kann ihm dann so gesehen das Geld überreichen und dann zahlt ihr so gesehen die Hälfte nur für zwei Accounts. Ich werde natürlich auch den Link reinmachen, wie ihr Safe Wizard runterladen könnt. Ich werde auch einen Link reinmachen in die Videobeschreibung, wo zeigt ein Video, wie ihr Safe Wizard genau runterladen könnt, was ihr da noch einstellen müsst. Eigentlich müsst ihr nicht einstellen, aber ich verlinke euch trotzdem ein Video, das zeigt, wie ihr das mit Safe Wizard einfach, wie ihr das runterladet und was ihr da beachten sollt. Das werde ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung verlinken. Und ich werde euch jetzt natürlich auch sagen, was ihr für diese Modded-Klasse überhaupt alles braucht. Also was ihr braucht ein Laptop oder Computer halt, PC halt. Dann braucht ihr einen USB-Stick, ganz normal. Eine USB-Stick halt, dann eine PlayStation 4 natürlich, PlayStation Plus kann man so sagen, entweder Spotify oder Media Player, das könnt ihr euch gratis an der PlayStation Store runterladen, also ich würde euch Media Player empfehlen, das missbraucht ihr und das war es eigentlich schon soweit. Und natürlich 55 Euro für das Programm, wer das dann wert ist, das Geld, das sagt, okay, für zwei Accounts sind das 25 Euro, der braucht das Video jetzt nicht weiter anschauen, der kann das ja aber auch nicht machen, das kann man sich nicht cracken, das Programm. Für die Leute, was ich denke, das kann man cracken. Nein, das kann man nicht cracken. So, was ihr machen müsst. Ihr müsst euch auf jeden Fall einen Account erstellen. Da muss mindestens einmal schon Black Ops 4 gezockt sein, dass man auch, also dass auch Details gespeichert worden sind. Am besten würde ich euch trotzdem empfehlen, einen Prestige-Meister-Account. Dann habt ihr wisst ja, wenn ihr Prestige 0 seid, habt ihr 6 Waffenslots nur frei. Okay? Und wenn ihr Prestige-Meister seid, habt ihr ja mehr. Und er hat aber auch mehr Waffenslots erstellt mit mehreren glitschten Waffen noch. Also ist am besten, wenn ihr bei einem Prestige Master Account das macht. Also wäre das cool oder wäre es gut für euch natürlich, wenn ihr auch einen Prestige Master Account habt. Ansonsten wird das immer schwierig. Nuke zum Beispiel muss das Programm alles rückgängig machen und dann wieder neu raufladen, wenn er Prestige. Also wenn er Prestige, dann müsst ihr das neu alles nochmal neu machen. Das ist ein bisschen Arbeit, aber man kommt auch schnell rein. Nukes braucht dann immer nur so 10 Minuten oder so, der ist schon übelst schnell drin. Und ich zeige euch jetzt den Part auf der Playstation, was ihr machen müsst. So, eigentlich ganz easy. Wie gesagt, ein Spiel müsst ihr mindestens gespielt haben. Black Ops 4 müsst ihr gespielt haben. Dann geht ihr auf Einstellungen, auf Verwaltung der gespeicherten Daten, gespeicherte Daten im Datenspeicher auf USB-Stick Speichergerät kopieren. Dann wählt ihr natürlich Black Ops 4 aus und dann seht ihr hier schon, Modded by X-Race, okay? Das steht bei euch nicht, bei euch steht irgendwas mit Standardversion oder so. Und das drückt ihr jetzt rauf und drückt auf Kopieren, dann habt ihr das auf euren USB-Stick. Ihr, wie gesagt, bei euch steht nicht dieses Modded, bei euch steht Standardversion. Das tut ihr einfach mal raufladen, das dauert 2 Sekunden oder so. Und wer es im Anschluss macht, wer euch Nukes erzählt, einfach den USB-Stick ausstecken, in den Computer reinstecken und dann wird euch Nukes weitererzählen, was ihr am Computer zu machen habt mit Safe Wizard. Was ich euch hier noch erklären kann, kurz, wenn ihr das auf dem USB-Stick habt, ich habe hier nicht das auf dem USB-Stick, ich habe eine Backup-Datei gemacht, das zeigt euch alles Nukes. Nur, dass ihr wisst, er hat seine IP von der PlayStation natürlich nicht gezeigt, er hat es umbenannt, ich weiß gerade nicht, wie er das umbenannt hat, aber wenn ihr auf BS4, auf Safe Data geht, dann kommt eure ID, die besteht aus 2, 6, A, 9, 4, die ist ziemlich lang und das hat einfach nicht verpixelt zum Beispiel, sondern er hat halt einfach das anders benannt, den Ordner, dass ihr nicht seine IP habt, zum Beispiel von der PlayStation. Und ganz wichtig ist es, dieses CUSA,
diese Nummer hier und die backe ich in die Videobeschreibung, backe ich die verschiedenen Nummern, was ihr alles brauchen könnt. Das ist entweder halt die Deutschversion, die Englischversion oder andere Versionen, backe ich euch alle rein. Das schaut ihr auf dem USB-Stick dann, welche ihr habt. Und dann ladet ihr einfach das runter. Also das zeigt euch alles, Nukes. Ich kann euch das hier nochmal zeigen. Hier sind diese Mod-Saves, sage ich mal. Und da müsst ihr halt schauen in euren USB-Stick, welche ihr habt. Ganz easy. Da steht dann, das meiste steht hier. Und wenn ihr die englische Version habt, steht das hier. Da klickt ihr einfach rauf. Das ladet dann. Da ist auch eine kurze Werbung. Ihr müsst den Adblocker deaktivieren. Ich habe ihn gerade aktiviert, deswegen wird die Seite hier nicht laden. Aber kein Problem. Ihr deaktiviert den Adblocker und ladet diese File einfach runter. Und das ist diese WinRAR-Datei, die Nukes dann einfach euch auch zeigt. Wo Nukes dann sagt, ich packe euch das in die Videobeschreibung. Die müsst ihr runterladen. Bei mir ladet es nicht, wie gesagt, weil ich gerade einen Adblocker habe und dann ladet die Seite nicht. So, moin. Ich übernehme jetzt einfach mal und zeige euch, wie das mit SafeWizard funktioniert. Ihr steckt euren USB-Stick in den PC rein und geht auf euren Explorer. Wählt euren USB-Stick und hier müsste jetzt ein PS4-Ordner sein. Hier einfach durchklicken, bis ihr bei CUSA 12445 seid. Den kopieren wir und erstellen in unserem Desktop einfach einen neuen Ordner, den wir Backup nennen. Hier müssen wir jetzt das Ganze einfügen, schließen. Und das, was in unserem USB-Stick ist, einfach löschen, denn das brauchen wir nicht mehr. Hier kommt nämlich nachher die gemoddete Datei rein. So, als nächstes müsst ihr eine WinRAR-Datei runterladen, die hier. Die packt euch wahrscheinlich Flo in die Videobeschreibung rein. Einfach downloaden und in euren Desktop ziehen. Jetzt erstellen wir nochmal einen Ordner, den nennen wir WinRAR. Hier ziehen wir dann die WinRAR-Datei rein, öffnen das und entpacken das. Einfach rechtsklick, entpacken nach, dann auf den Ordner, was gerade gekommen ist, einfach draufklicken. Bei CUSA 12445 rechtsklick und zum Archiv hinzufügen. Hier ist ZIP-Datei und OK. Jetzt öffnen wir SafeWizard. Auf Accept müssen wir drücken und warten, bis es öffnet. Das sollte relativ schnell gehen. Hier nochmal auf OK. So, wenn es jetzt geöffnet ist, einfach oben auf Resign, Import und wählen dann das aus, was wir gerade erstellt haben. Und zwar, ich habe es WinRAR genannt, es ist egal wie ihr es nennt, nennt es am besten auch WinRAR. Klickt euch hier einfach nochmal durch und wählt dann diese WinRAR-Datei auf. Einfach Doppelklick, hier nochmal Doppelklick, Save Data und importieren, bestätigen. Profil auswählen und warten, bis das Ganze geladen hat. So, wenn das Ganze geladen hat, einfach auf OK drücken. SafeWizard schließen und ihr seid schon fertig. Ihr könnt nochmal kontrollieren in eurem USB-Stick, ob das Ganze funktioniert hat. Wenn da jetzt zwei Dateien, also nochmal die CUSA-Datei drin ist, die wir vorhin gelöscht hat, dann habt ihr alles richtig gemacht und Flo zeigt euch jetzt, wie ihr das Ganze in den PC importieren werdet. So, wieder auf der PlayStation angelangt, steckt ihr jetzt euren USB-Stick aus vom PC in die PlayStation hinein. Und wir werden jetzt diese File einfach mal drauf kopieren. Das ist ganz easy. Schaut schon, dass euer Media Player daneben ist, dass ihr das dann auch gleich öffnen könnt, weil wir müssen dann bei jedem Neustart der PlayStation, bei jedem Neustart des Spiels, müssen wir das gleich durchführen. Das ist so ein kleiner Glitch, der dauert 2 Minuten oder so, weil das Game denkt dann, ihr seid offline, aber dabei habt ihr dann online diese Waffen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir genau das Gegenteil. Wir tun jetzt einfach von USB-Stick auf unsere PlayStation das kopieren und euer Game-Stand, sage ich mal, ist euer normaler, ist ja auf dem PC gespeichert, was euch ja Nukes gezeigt hat. Und jetzt ist ja das Modded theoretisch oben. Und so klappt's. Ihr geht einfach hier rauf, geht auf hier Verwaltung und geht auf gespeicherte Daten auf USB-Stick kopieren, ins Systemspeicher kopieren. Bei mir sind jetzt keine Daten oben, weil auf meinem USB-Stick nicht oben ist. Bei euch scheint dann aber auch Black Ops 4, die gleiche Datei mit 16,78 MB. Das ladet ihr hoch. Und dann habt ihr es. Und dann steht bei euch auch so wie hier,
das steht dann auch bei euch hier, Modded by X-Rays. Wenn das bei euch schon steht, dann habt ihr es schon zu 1000% geschafft, dann ist nichts mehr falsch, weil dann ist es richtig. Und den Teil, was ich jetzt zeige, müsst ihr immer bei Neustart von Black Ops 4 machen oder Neustart der Playstation oder wenn Spieleinstellungen geändert werden, dann müsst ihr das immer neu machen. Das ist aber jetzt ganz easy. Das ist ganz einfach, ihr geht auf Netzwerk, drückt den Haken raus, geht dann einfach zurück und startet das Spiel. Ihr startet das Spiel so gesehen offline, das Game denkt halt, ihr spielt offline. Und dann macht ihr halt so einen Glitch, dass das Game denkt, dann ist halt offline, aber spielt dann halt online. Ich hätte das Spiel jetzt theoretisch auch online starten können, jetzt einfach mit online. Dann hätte ich euch zeigen können, dass ganz normal mein Spielstand wäre wie immer. Also da wäre nichts dann geändert, da wären keine Modded Klasse oder so. Ihr müsst das, wie gesagt, immer machen. Dieser Glitch ist eigentlich nichts Schwieriges. Ich glaube, das kann man gar nicht richtig verkacken. Ihr geht einfach mit diesem Cursor jetzt über Online-Spieler rauf. Ihr geht einfach drüber, ihr drückt nicht X. Ihr geht einfach nur rauf, geht dann auf die PlayStation-Taste und geht jetzt einfach wieder auf Netzwerk und schaltet euer Internet ein. So, zack, Haken rein. Und dann wartet ihr mindestens, würde ich euch empfehlen, 20 Sekunden, ansonsten ladet es einfach nicht so schnell. Ich habe ja ein LAN-Kabel angesteckt, deswegen seht ihr, ich bin sofort wieder online. Es hat sofort funktioniert bei mir eigentlich theoretisch, aber wartet ruhig ein bisschen länger, ansonsten kommt nämlich eine Fehlermeldung und dann Also wartet hier, dass ihr halt so ein blauer Punkt auf jeden Fall kommt und dann noch so einfach 10 Sekunden warten circa und dann jetzt kommt zum Glitch, ihr drückt auf X, dann drückt ihr nochmal auf X, unten rechts ladet dann gleich PlayStation 4 sofort raus und Media Player starten. Einfach PlayStation-Taste, Media Player rein. PlayStation 4, Black Ops 4 wird angehalten und ihr seid jetzt im Media Player drin. Was ihr jetzt machen müsst, einfach nichts tun mehr. Ihr müsst jetzt wieder warten. Am besten wartet ihr wieder 10 Sekunden hier drin im Media Player und dann könnt ihr gleich wieder rüber switchen. So, ich habe jetzt hier 20 Sekunden circa gewartet. Ihr braucht aber nicht so lange warten eigentlich. Was ich sagen will, wenn irgendwer von euch Probleme hat, irgendwie das runterzuladen, ihr habt jetzt Safe Reset gekauft, bei euch funktioniert es nicht, schreibt am besten Nukes an. Hier, Nukes, sein Insta, schreibt bitte Nukes an, ich habe keinen Bock drauf, schreibt ihn bitte an, danke. So, einfach auf PlayStation-Taste und jetzt in Black Ops 4 gehen, nichts drücken. Es kommt eine Fehlermeldung, tut euren Controller wirklich weg, nichts drücken. Es kommt eine Fehlermeldung, die müsst ihr nicht wegdrücken, einfach nichts machen jetzt. So, hier steht Verbindung zum Server getrennt. Das sieht schon mal gut aus. Ich sehe jetzt, ich muss mal kurz meine Facecam wegmachen. Und ihr seht auch, geh lieber zu Mami, mein Account. Plus auch die Standard-Visitenkarte und alles. Jetzt könnt ihr auch wegdrücken, das die Fehlermeldung. Und könnt einfach in mehr Spieler reingehen. Da hat mir schon jemand gejoint, ja moin. Und ihr könnt jetzt in Klasseneditor reingehen. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Mit dem linken Stick nicht bewegen. Ihr seht, ich habe jetzt eine andere Klasse wie ihr wahrscheinlich, aber wenn ihr das schon mal habt, dann habt ihr das und hier bei extra 1 seht ihr, dass ihr dieses Boost Jumpen habt. Ganz wichtig, wenn ihr den Glitch einmal macht, okay, das habe ich herausgefunden, dann nichts bewegen. Ich kann ja theoretisch bewegen, dann muss ich den Glitch nochmal machen, dann kommt eine Fehlermeldung. Das mache ich jetzt nicht. Ihr müsst mindestens, glaube ich, eine Runde spielen und danach könnt ihr dann auch eigene Klassen erstellen, okay? Zu den eigenen Klassen will ich nichts sagen, das könnt ihr selbst austesten, würde ich sagen. Da lasse ich euch mal, das spoilere ich mal so gesagt, nichts. Aber ihr dürft jetzt nichts bewegen. Ihr dürft nur rumfahren, hier mit R1 und den linken Stick nicht bewegen. Wenn ihr eine Runde gespielt habt, dann könnt ihr Klassen ändern. Aber ich würde sagen, macht niemals den Jetpack raus, sonst ist es nicht mehr drin. Sonst müsst ihr die File theoretisch wieder auf dem USB-Stick raufladen. Eure eigene, so wie Nukes das halt immer macht, bei Prestige. Und dann wieder die Modded Class rauf, dann geht's wieder, okay? Also auch generell, wenn ihr irgendwas verkackt habt, ihr könnt das immer rückgängig machen. Schreibt auf jeden Fall Nukes an, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Aber eigentlich müsst ihr jetzt alles nur mal rückgängig machen und dann wieder raufmodden. Und das funktioniert alles sehr, sehr easy. Was noch wichtig zu sagen ist auf jeden Fall, Nuklears, KDs, alles zählt nicht mit. Ich habe auf dem Account jetzt, glaube ich, 10 Nuklears oder so, zählt nicht mit. Es zählt auch keine Kills mit. Du levelst theoretisch, also wenn du jetzt Prestige Master 100 bist, levelst du bis 1000 normal hoch. Ganz normal. Wenn du Prestigen willst, ist es wie gesagt ein bisschen komplizierter. Du musst nämlich alles wieder rückgängig machen. Ich Prestige nicht, ich bleibe einfach so. Aber wie ihr seht, ich werde immer als Level 1 angezeigt. Ja, das Maß mit den Videos selbst an sich gibt es natürlich andere Modded Klasse auch noch. Die anderen haben noch was krasseres. Die haben dauerhaft Flammenwerfer und sowas. Und das können sie noch machen. Und die haben noch 8 Klassen in ihren Setups und so. Nein, für mich ist es einfach geil, dass ich hier einfach Boost jumpen kann und mit normalen Waffen trotzdem so gesehen spielen kann. Was mir auch übelst Spaß macht.
Ist aber eure Sache, wie gesagt. Ich habe jetzt das Tutorial hochgeladen. Mich würde es sehr über ein Like und ein Abo natürlich freuen. Ja, und wenn ihr Fragen habt, am besten schreibt ihr wirklich Nukes an. Er hat das jetzt schon voll oft gemacht. So, ich habe das jetzt einmal gemacht bei mir. Und ja, da würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.